Ich werde die Turrets hier aufbauen. Ich brauche also hier die Deckung. Wir werden von oben gleich snipern. Genau, bleib einfach so bleiben. Du. Dankeschön für den Block. Du blockst, wie auch immer hier landet. Yo, leck. Ah, ich hasse Leggy Server. Okay, dann würde ich sagen, mach mal hier die Base. Das sieht ziemlich gut aus. Ihr guckt nach Snipern alles, ne? Ja. Das suche ich dich. Stelle Chefsessel hierher. Dein Alt steht mit dem Quetz ziemlich im Weg. Also wenn von da hinten eine Rakete angeflogen kommt, dann kann ich nicht covern. Ja, theoretisch kann auch, Fortress, geh du mal auf den Quetz und flieg mal bitte ein bisschen. Ja. Aber nicht so weit, nur hier so über den Dings covern. Moment, ich pack den Ader gerade noch. Er packt ihn einfach da. Ich stehe mit dem Boot daneben. Nein, ich will kein offener Feuer. Ich weiß, was okay. Wir vergessen haben. Leitern. Diesen alten Leitern. Egal. Quetz, wo bist du? Also, du bist noch hier. Du hast den falschen Quetz genommen, aber alles. Bleib stehen, nicht bewegen. In den anderen. Moment. Den High-Level-Quetz meinst du, oder? Nein. So, dann haben wir noch ein paar Sachen auf Reserve. Das ist alles gut. Oh, Kisis Brustpanzer wurde schon zerschossen. Fortress, nimmst eben deinen Vogel Argentavis auf Follow und fliegst eben den Quetz weg in die Base. Wenn wir den hier stehen lassen, ist er ziemlich schnell tot. Wo ist der gute Quetz? Er fliegt halb, also er steht vor dem Haus. So. Soll ich noch Leiter mitnehmen? Nee, alles gut. Der steht vor dem Haus, okay. Am besten mal einer auf dem Quetz, falls sie irgendwas planen, kann man das mit dem Quetz am schnellsten gegencountern. Einer auf die Schildkröte, wer will Schildkrötentank spielen? Ich glaube, das sollte Steini machen. Plötzlich, oder? Oder nicht? Dann fangen wir schon mal an, die ganzen Pflanzen irgendwie zu zerstören. Ich will wissen, was für Dinos sie da in dem Gebäude haben, was sie eingebaut haben. Und links kommt sofort ein Gebäude mit Turrets. Das heißt, der erste Turret-Pillar ist schon sichtbar. Dann könnt ihr zwei Schildkröten vorholen. Ich weiß nicht, ob die einen Quetz haben. Ich weiß absolut nicht, ob die einen Quetz haben. Weil die Quetze, die die hatten, haben wir den, glaube ich, schon getötet, wa? Ja, auf jeden Fall. Dauerhaft auf dem Boot bleiben? Nee, kannst du da eigentlich jetzt abstellen. Du kannst auch mitkommen. Ein Turret, linke Seite. Ja, der schießt auf mich. Wie viel siehst du noch? Mehr siehst du nicht, ne? Schieß erstmal oben die Pflanze weg, dass sie nicht gesmoked ist. Welche Seite muss ein Controller sein? Rechts steht ein Spino hinter der Wand. Ja, du musst weiter vor. T-Rexe können auch vor. T-Rexe können jetzt vor. Jo, ich hol mir den Rex. Ich versuche mal rechts durchzuschießen. Siehst du ein Turret? Kannst du um die Ecke gucken? Erstes Turret ist schon leer. Du musst weiter, ich kann nicht schießen. Ja, Turret, ich sehe Turret. Du tankst, gut, bleib so. Erste Pflanzen weg. Fast, nein. Linke Seite sind noch Turrets. Jo, warte, ich geh rein da. Oh Gott, Mucka. Nein, das ist gut. Was ist los? Bei mir war gerade ein Drache. Bei uns an der Base? Oder wo? Ja, in Redwood. Ja, da muss einer an der Base bleiben und gucken. Betten sind aufgebaut, du kannst nachspawnen. Einfach spawnen, wiederkommen. Genau, beißt du, du tankst gut. Schildkröte tankt weiterhin. Anti, du kannst auch mit dem T-Rex rein. Du kannst mit dem T-Rex. Ist gar roter Bronto, der haut mich weg. Okay, dann kommst du zurück. Wir ziehen den Bronto raus.
Schildkröte nehmen wir auch raus. Ja, da sind die Drachen, die gestern. Drei Blitzdrachen sind auf der Map. Das sind die, die wir nicht gefunden haben. Deswegen war es wichtig, eigentlich die Gäste noch zu killen, solange die nicht wegteleportieren können. Die können jederzeit wegteleportieren. Was halt auch nicht gut ist, dass der Quetz hinten alleine ist. Ich nehme den mal mit nach vorne. Soll ich nochmal ran? Ja, jo. Dann gehe ich rückwärts ran. Das ist der dümmste Quetz nebenbei, den man jemals gebaut hat. Geh nochmal dann, ja. Geh rückwärts. Zwei Turrets links und 4-5 Turrets geradeaus. Ich komme also dann nicht vorbei. Da muss man ja richtig weit reingehen. Beide Rexe müssen da rein. Ja. Eigentlich. Die beiden Rexe können reinlaufen und die Schildkröte tankt noch. Am besten zuerst die Schildkröte um die Pflanzen, dass die Schildkröte die Pflanzen zieht und die T-Rexe einfach reinlaufen. Ich würde hier gerne rauskommen, aber die Pflanzen ficken mich. Die Sniper kann durch die Leute raussuchen, ne? Ja genau, nimm die Schildkröte. Haben wir noch hier jemanden? Für eine zweite Schildkröte? Wir bräuchten noch jemanden auf eine Schildkröte. Noxisch ist noch da. Anti macht das schon mit dem T-Rex. Krieg um den Turret nicht weg. Kannst du vorgehen? Versuche erstmal linke Seite vorzugehen, dass ich keinen Sniper wegholen kann. Schau mal, ob ich... Das hier, lass die Pflanzen noch, die Pflanzen noch ein bisschen näher ranlaufen und dann tank ich. Ja, irgendwo ist noch eine Turret, die blockt. Warte. So, ja, sollen wir jetzt tanken? Wir gehen jetzt rein. Ja, ja, ja. Tank und die anderen beiden einfach reinlaufen. Soweit das geht, reinlaufen. Halt, aus links noch einer. Direkt so killt, schön. Alle Pflanzen killen. Macht ihr gut. Sniper oben. Sniper steht komplett oben. Auf der Terrasse. Kannst du hier den Berg hochgehen? Steinalt? Turret, das erste Turret ist leer, ne? Ja. Oh, das war schon besser. Genau, kommst du da irgendwie hochgebackt? Bisschen Stück vor. Genau so, Steinalt. Fängst du da was? Ein Turret schießt. Kein Turret schießt. Okay, die sind. Oh Gott, leer. Ich bekomme Schaden mit dem Tass. Die haben Crossbow, glaube ich. Die haben Compton-Bow, wenn ich das eben richtig. Ah, ne, geradeaus. Geradeaus sind noch 4-5 Turrets. Und ja, den Gronte, den müssen wir noch killen. Ja, warte, ich muss. Haben wir Feuerpfeile? Ja, ich hab Feuerpfeile dabei. Ich hab ein klitzekleines Problem, ich komme nicht mehr raus. Ja, mit dem Flame Ritz. Ist tot wahrscheinlich. Flame ist tot? Egal. Der Bronto hat mich jetzt Wasser geschlagen. Seiten, wir reagieren jetzt schnell. Am besten ich ist halt. 20, 30 Turrets. Gefühlt. Ja, ich komme nicht raus mit dem Rex. Der versteckt dich irgendwo. Nein, ja, ich kann da nicht durchballern. Dafür wird der Bronto mit dem Schwanz oder so ablocken. Was schießt denn alles auf dich? Bleib so stehen. Geh mal weg, Anti. Oh Gott. Wie viel HP hast du noch, Flame? Ich schieß das ganze Gebäude da weg. 25 HP. Wenn Anti weggeht. Weil der Anti bleibt so genau, bleibt so. Ich bin raus. Okay. Schaffst du? Okay, warte, ich schieß das Bild kaputt. Lol. Der Bronto ist einfach geplatzt. Ja, ja. Feuerfeile. Okay, Boot ist, du kannst durch. Bring den T-Rex safe und nimm eine Schildtöte. Einer muss immer ein bisschen hinten gucken, ne? Nach unserem Quetzen allen. Ein Turret schießt, wo siehst du das, Steinalt? Sniper ganz oben im Turm. Guck, ob ich den machen kann, bevor ich auf die Schildkröte gehe. Ich force-feed den T-Rex. Der schießt auf mich, der Sniper. Warte, ich schieß. Achtung, ich schieß mir eben. Zweite Boot kaputt. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. 4, 5 Turrets sind voll, links kommt irgendwo her Schüsse. Oben komm im Turm sitzt einer. Komm mit okay. Der nächsten Turtle. Da müssen die Sniper müssen, einen Turret ist sie noch. Die Sniper bitte, die gegnerischen Sniper wegholen. Einfach respawn, Steinalt. Ich hab das Saku gepult, ich töte das jetzt eben. Haben wir noch irgendwo Rohfleisch? Wir haben drin. Schön. Links hinten ist ein Turret. Das eine Turret wird sämtliche Schüsse blockieren. Kannst du. Ich weiß mal. Hat jemand Bewegung bleiben einfach? Kannst ein Stück vorgehen eigentlich? Ich stehe mit meinem Kopf im Ding und.
Hier passiert gar nichts. Flame, du kannst vor, du kannst vor, du kannst vor. Die Turtles machen viel Schaden, ne? Obwohl, es ist eine Turtle, die kann schnell schwimmen. Ne? Alles gut. Du musst links hinten das tanken. Sag mir, wenn du es schaffst. Na, komm, genau, genau, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Geh mal eine Runde planschen, geh einfach, Leute. Geh einfach durch, geh einfach durch. Flame. Ja, das wäre meine Rüstung, warte. Ich dreh um und... Links hinten. Ja. Links hinten. Das ist ganz weit. Ich kann mal versuchen. Ein Trickshot. Ne, irgendwo blocken zu. Achtung, Mucka, ich muss mal ganz zu dir da in die Ecke. Kann. Oder könnten die das oben sein? Ich bin auf der linken Seite, Mucka. Also ich müsste das Turret gleich tanken können, wenn ich noch ein bisschen nach vorne komme. Ja, da muss aber vorne einer die Turrets noch tanken. Was halt sein könnte, dass ein Turret auf Only Wild steht, weil die hatten hier alles eingegrenzt. Anti, lieber mit einer Schildkröte, lieber mit einer Schildkröte. Ja, ja. Komm wieder. Ich bin tot, Mucka pfeifen. Der eine Sniper von denen ist gut. Ja. Ja, ja, da ist das Turret, da ist das Turret, das ist eins der oberen. Die haben die Turrets auf Only Player gestellt. Also zwei Stück oder so. Moment. Kann einer den T-Rex holen? Kizi ist hier, ist Kizi AFK? Sekunden, dann bin ich wieder da. Nein, Kizi steht, glaube ich, oben irgendwo auf dem Berg. Ja, der steht hier am Boot auf K. Ich... 20 Sekunden, dann kann ich den T-Rex holen. Kann man eben gegen die Turrets? Es wäre, glaube ich, auch eine gute Idee, Mucka, wenn wir jetzt von der anderen Seite auch noch rangehen. Und zwar links von der Position, wo wir reingesprengt haben, um den Berg rum. Das sind auch nochmal Tore. Wenn wir die aufsprengen, ja, dann lass das, eine gute Idee. Dann können wir die Turrets von der anderen Seite tanken. Mucka, soll ich auch kommen oder soll ich noch Base bleiben? Ja, warte mal, wenn die Dragons haben, wir wissen nicht, was die haben. Die da jetzt mit Steingolems machen, die machen zu viel Schaden. Ja, da steht eine Turtle eigentlich vor, die steht drin. Die müsste die Turrets sogar noch tanken. Da waren ja, zwei Stück. Eine. Genau, die müsste das tanken. Da bin ich gestorben, deswegen. Na, ich tank hier ein paar Turrets. Turrets oben triggern nicht, aber rechts sind Turrets. Rechts oben, rechts oben. Ihr müsst ein bisschen weiter genau stehen, eins. Links, geh mal nach links, nein, geh mal zurück, du musst die Turrets oben tanken nochmal. Rausgehen, genau, rausgehen einmal. Ah, das ist nicht gut. Noxy, versuch mal die Schildkröten auszuweichen. Genau, genau, jetzt weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Bisschen, genau geradeaus. Nee, rechts, 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 genau. Und jetzt musst du gleich drei Turrets oben tanken. Machst du komischerweise nicht. Da sind ein paar Turrets auf Only Player, da müssen wir aufpassen. Die Turrets sind. Die kann doch nicht leer sein. Ich schieße sie trotzdem jetzt kaputt. Die hat mich jetzt zweimal beballert, obwohl die eben schon nicht geschossen hat. Okay, die scheinen leer zu sein. Links schießen oder wo? Die linken Turrets schießen, ja. Turrets? Okay, da sind die. Ich schieße das ganze Gebäude eben kaputt. Jo, mach. Ich geh weg. Die Turrets muss nicht denken, wir schießen einfach das Gebäude kaputt. Ah, der hat das Gebäude. Ich bin jetzt mit dem T-Rex da, falls irgendwas da rauskommt. Ja, Pitties kommen, Pitties kommen. Mach das gut geil. Ja. Alle dann zu mir. Oh Gott, ich werde schon wieder besleepert. Kannst du killen? Das tankt die Turrets, also ich tank die Turrets mit der Turtle. Denkst du alle? Nee, nur die eine, weil ich kann gerade nicht aufsteigen, weil sonst schießt mich das Turret jetzt wieder. Die eine ist leer. Die habe ich leer getankt. Ja. Müsste eigentlich jetzt Strom verlieren. Okay. Ich hole aber neue Rocket Launcher. Wir können jetzt von beiden Seiten angreifen. Ich fackel nochmal die Pitties ab, die in dem Gebäude sind, das du gerade aufgesprengt hast. Ich muss kurz warten. Sind da noch welche? Kizi ja, aus dem da sind noch welche drin. So, ich komme mit dem Boot. Mal sehen, ob ich da reinfahren kann. Du. Spitfire! Aha, der hat aber nicht so feier gespittet. Noch einer. So, da nicht kommt. Spikes durch noch nicht kaputt machen. Warum kommen die her?
Leute, ich fahr rein. Und ich nehme den Turtle direkt hinterher mit. Hier. Willst du mich verarschen? Die sind oben an der Foundation gekettet. Ey Jungs, da kommt von hinten welche. Dein Pete wurde gerade abgeballert, ein Feuerfeilen, Mucke. Naja, der müsst ihr, ihr müsst da hinten gucken. Ihr müsst da hinten ein bisschen abdecken. Ja. Ich hab den gerettet, der ist fast gerettet. Sehr gut, sehr gut. Dann versucht einer von euch das zu verteidigen, wir versuchen die Leute vorzudingsen. Oh, ihr müsst vor allem auf alles. Den Quetzel aufpassen. Also am besten ist, wenn einer von euch auf dem Quetzel sitzt. Im Quetzel muss eigentlich immer einer drauf sitzen. Okay, ihr könnt jetzt komplett tanken. Ich umgehe noch einmal das Ganze. Ja, hier schießt die ganzen nichts mehr. Ich schwimme da drin mit der Schildkröte. Ja, ja, da schießt gar nichts drin. Mehr. Die Turrets sind alle leer hier vorne, Mucke. Aber da oben stehen 2 Millionen Typen. Und meine Turrets töten einfach gerade alles. Wo stehen die? Da oben? Auf der Reling steht einer. Siehst du die? Da ist gerade das runter, das Dino. Warte. Ich versuche mal den Generator da zu erwischen. Schön. Das Ding ist hier. Ach, das ist eine Schildkröte, lol. Das ist gar kein Generator. Nee, die ist tot. Aber hier ist noch irgendwo was. Ich wollte gerade gucken, wie viel Money unsere Turrets noch haben. Okay, die haben einen Elevator da, ne? Ja, den können wir auch nicht benutzen, leider. Wieso können wir den nicht benutzen? Ich hab ihn gefunden. Töten. Komm nicht zu mir, Mucke. Ich versuche mal nach oben zu gucken. Nach oben zu kommen. Leute, der heißt Mucke. Level 2. Ja, da sind dann die vom anderen Server. Dann sind da die vom Dings-Server. Ich bin übrigens infiziert. Das ist kein Ding. Da sind die vom Scorch-Server. Die gucken den Stream. Das sind die Stream-Sniper. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Alles klar. Hier ist nur für Mate Boost. Jo. Oh, ich sehe Mucka mit dem Flammenwerfer rumspielen. Bling, bling. Irgendwer eine Idee, wie wir jetzt da hochkommen? Das ist das Problem. Naja, wir haben ja den Quetz noch. Ist einer beim Quetz? Ja, oder? Ist der, ja. Alista. Hier unten ist halt jetzt soweit safe, ne? Alles, was jetzt sich jetzt hier unten sammelt, wird halt von Turrets weggeballert. Die Frage ist, können wir einfach nicht deren Elevator benutzen? Wenn er nicht gepincodet ist, können wir mit dem einfach die Turrets hochfahren lassen und die tanken alles leer. Irgendwo schießen Turrets noch? Warte, ich komme bei dir rein. Ist ein bisschen schwer mit einer fetten Turtle da reinzukommen. Also hau die Glaswand kaputt. Du kannst die Glaswand ja, kaputt. Ja, ja, nee, ich will die Glaswand. Ich komm den Stein hier nicht hoch. Aua. Doch, du kommst hier vorbei. Genau. Warte, nee, hier. Ja, warte. Lade einfach durch. Soll ich hier hoch? Ja. Okay, ich sehe das. Einfach ein bisschen geradeaus noch, geradeaus gehen. Ein bisschen weg vom Turret, dass ich das in die Luft jagen kann. Kannst du, bin weiter weg. Ja, okay, das wird nicht schön. Okay, dann bauen wir ab hier so ein Quetz. Ey, Mucka, ist das Franzosenfeuerwerk? Ich meine, das ist blau, weiß und rot. Warte mal, sehe ich das da oben richtig, dass ein paar Turrets auf diesen Plattform stehen, die gebaut wurde? Oh, auf ja. Pillars? Ich glaube, durch den. Nee? Irgendwie so komisch aus, deswegen. Okay, dann bauen wir jetzt den Quetz. Bleib hier unten mit dem Boot stehen, ne? Komm mit der Turtle erstmal raus wieder. Wobei, ich will jetzt erstmal gucken, ob ich mein Loot finde. Ja, die Turtle kannst du erstmal da oben stehen lassen. Ich bekomme da bloß nicht hoch. Wieder. Kümmern die anderen sich um die Pflanzen rundherum? Ja, die Pflanzen, die müssen wir halt alle jetzt killen mit den Kittens und so allem. Immer da durchziehen.
Der Quetz kriegt Schaden. Ne, der Quetz kriegt zu. Kämpft gegen eine Pflanze. Oh, eine Pflanzenhunter. Ich tank gerade einen ein bisschen. Nein, verbucht. Oh, zwei. Du musst für Schaden. Ja, ich bin mit Nagi. Einfach alles durchziehen ohne Ende. Der wird schießen. Welche? Deine? Warte, komm mal mit dem T-Rex. Ich bring den T-Rex komplett drauf. Wir machen das anders. Stimmt. Okay, warte, ich komm mit dem leben T-Rex zu dir. Ja, ja. Dann fahren wir da hoch. Machst du mir kurz die Rampe, so dass ich da hochlaufen kann auf den Fenster? Na warte, ich mach das doch anders. Ich schieße einfach mit Turrets kaputt. Hä? Mit Turrets? Mit dem Rocket Launcher. Kannst du den Rex, da oben sind ja nicht viele Turrets, da oben sind 4 Stück oder so drauf. Ja, die haben oben nicht viele. Ja, dieser Quetz ist einfach echt beschissen gebaut, ne? Lass mal das Boot hier unter Wasser stehen. Ich weiß echt nicht, wer diesen Quetz gebaut hat, aber der ist so useless. Denchu. Meiner Meinung nach ist das der schlechteste Quetz, den ich je mit. Der war schlechter sogar als die ganzen Quetz von Fortress. Ich hab Angst, dass schon Quetz. Versuch mich zu bleiben hier mit Pitys. Der wird's ballern hart. Ja, das war auf den Pity, der gerade versucht hat, mich vom Rex runter zu grappen. Wo ist der hin? Wieder hoch zur Base, nachdem der 2 Schüsse von dir abbekommen hat. Und ein Biss von mir. Was? Wie kann ich denn da gegen die Rakete. Bei mir ist sie voll durchgegangen. Ja, ich treffe von dem Winkel aus nicht. Und der Quetz hat, glaube ich, angesnipert oder so. Ja, ja. Mucka, ich habe eine Idee, von wo aus wir vielleicht was machen können. Ja, ich weiß schon von wo aus. Wo sind die ganzen Schildblüten? Ich werde euch jetzt auf die Berge abstellen und ihr tankt da die Turrets leer. Mich mit dem Rex oder die Turtles? Mit den Turtles machen wir das. Das ist egal. Die haben hier unten schon relativ wenig Munition drin gehabt. Das glaube ich reicht einfach, wenn du die Turtles in die Base reinwirfst. Die können nicht alle vier Turtles instant töten. Mit den Dings. Den Turrets. Gut, ja, wir wollen aber auch so wenig wie möglich verlieren. Ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass die wenigstens nicht mal eine Turtle dort bekommen. Außer wenn wir eine Low-HP-Turtle reinschmeißen. Die hat noch Full Life. Dann wo bist du? Dann komm ich kurz zu dir und greifst mich hoch. Ne, ich schieße ihn ganz auf mich. Wo ist außerhalb der Base oder in der Base? Um Stein oben. Okay, perfekt. Flame, geh mal bitte auch auf eine Schildtüte. Wir tanken eben so die Turrets leer. Bin ich? Ich bin rechts von dir, wenn du rechts lang, da wo du das zweite Mal aufgesprengt hast. Im zweiten Weg. Die schießen, glaube ich, auf mich. Womit wir mit dem Bus rein. Aber warte, wir nehmen Stein alt. Hol mit dem Agentavis, hol die mit dem Agentavis. Wir haben auf jeden Fall noch einen Sniper. Oder pfeif die einfach weg. Also die eine Schildkröte steht noch da oben an der Kante. Ja, da nee, kommen wir nicht ran. Ich kann die pflanzen, das ist gut, das ist gut. Ja, die waren noch full life. Ich kann auf der einen Seite eine Turret tanken, also 2 Turrets tanken. Ich lauf da mal hin und schenke mir die Schildkröte von da. Dann kann ich von unten tanken. Ja, die tankt gut. Lass die Schildkröte tanken, mach das sehr gut. Ich hab hier unten mal Betten kaputt gemacht, ne? Dann noch ein paar Betten rum. Da oben wird Petey beschossen. Ich weiß nicht, wer diesen Quetz gebaut hat. Ich sehe nicht mal die Raketenschüsse kommen. No joke, Alter. Das ist der schlechteste Quetz, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Habe ich euch fallen lassen? Nee, ne? Wir laufen da unten von uns mit einer Schildkröte. Ich? Weil hier hinten kann ich 3 Tools von denen hängen. Von ja, dieser Seite. Stell ich mich unten einfach hin und bleib auf hier oben stehen. Oder schießen die auf ich die andere Seite? Ich sehe halt die Raketenschüsse nicht kommen. Das Problem ist, ich sehe gerade gar nichts. Das Turret will nicht mehr schießen, das glaube ich schon leer. Guck mal, die haben keinen Fettel. Die schießen jetzt auf den Quetz mit der Kette, ja. Okay, Steinhalt ist weg. Boah, Steinhalt muss jetzt den Cooldown sein Vater haben.
Ja, die haben auch in die Player eingestellt, wie es aussieht. Da kann ich wegfliegen. Ich brauche nochmal jemanden, der auf die Schildkette geht. Ja, ja, ich bin hinter dir. Drop mich ab. Okay, warte, wir tauschen einfach. Schildkröten sind alle auf passiv, ne? Ja, ich habe alle nochmal gepfiffen, bevor wir Raid waren. Ich kann sonst auch noch irgendwo drauf gehen. Ich hab wieder hol mal den T-Rex hier bitte weg. Hol mal den T-Rex bitte hier weg. Nicht, dass sie den wegknüppeln oder so. Gehen ich bring ihn nach hinten. Mit dem Grabben, dann muss er nur üben. Ja, der Stein blockt. Ich grab dich und der Stein lässt sich sofort los. Achso, der Stein. Ich stell den T-Rex hinten zu unserem Safe, oder? Wollen nicht auf mich schießen. Das Toad hat irgendwo drauf geschossen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo drauf. Wollen nicht auf mich schießen, die Toads. Jetzt. Okay. Ich sehe halt nichts. Ah, Gott, Alter. Ich überlege gerade, ob ich einfach den ganzen Quetz abgeiße. Sag mal, du Raketen, du siehst mehr als ich. Sag mal, du Raketen, du siehst. Okay, der klettert runter. Einer muss auf die zweite Schildkröte. Ich lasse jetzt euch gleich einfach auf dem Dach fallen, dann macht er mit dem Schildkröten, macht ihr die Pflanzen kaputt. Okay, warte, wo ist die zweite Schildkröte? Ich bin links bei der Schildkröte. Also links von der in ihrer Base. Irgendeine Schildkröte hat nur 6 Leben. Ja, ich sehe dich nicht. Die hat 6 Leben. Irgendeine, die hier nicht, aber irgendeine hat nur 6 Leben. Die hier hat 12. Hier sind 2 Schildkröten, by the way, auf der linken Seite. Ja, aber die eine ist low. Lass dich fallen, ne? Du machst das jetzt. 6k Life nur hat, glaube ich. Ne, die hat auch 10k. Items von Steinheit liegen unten auf dem Boden. Lauf. Hallo Steinheit. Ich fang ihn. Ich fang ihn, wenn er runterfällt. Die wollen mich, ich brauche jetzt vollen Support von den Snipern, ne? Die wollen mich hier oben wahrscheinlich vom Dach runterholen mit der Tür. Anti, komm mal auf den T-Rex, komm mal auf den T-Rex. Die sind neben mir mit einer Waffe. Laufe. Ich sehe halt nichts, die Pflanzen alle schießen auf mich. Ich bin auf dem T-Rex. Die stehen mit der Shotgun neben mir. Die haben halt eine. Die Turtle steht da oben. Ja, alles gut. Die rennt da nicht runter. Ja, die soll tanken. Geh hoch. Auf, ja, ne? Warte. Warum sind die Steine drin? Halt die erst absteigen, wenn ich dir das sage, okay? Und dann beißt alles kaputt, da ist alles kaputt. Soll ich dann einfach rückwärts laufen? Ja, wa? Ich versuche dich anders so zu positionieren, dass du. Die Turtle, die oben ist, tankt beschissen. Ich tank. Alle, ich tank. 20 Pflanzen. Okay, jetzt. Jetzt brauche ich einen noch im Quetz. Ich kann von dem Quetz leider. Ne, ich brauche jetzt einen Vogel, einen Pity oder sowas. Nagi steht hinten. Kisi, lass uns mal tauschen. Nimm du mal bitte, wir wechseln. Anti, du musst umdrehen. Ich laufe mal auch darüber, damit ich die auch tanke. Ja, geh du mal. Ich komme nicht an dir vorbei. Jetzt. Warte, ich laufe einfach rückwärts übers Dach. Du musst gleich den Vogel pfeifen, ja? Ich denke jetzt hier drüben die Pflanzen. Alle drei. Ich muss mich erst drehen. Das ist mit dem T-Rex auf dem kleinen Dach. Nehme mir den Vogel pfeifen, aber nicht reinfliegen, ja? Weil ich schieße jetzt Raketen ab. Schulz, hier oben sind alle aus. Okay. Ja, außer ja, zwei Stück. Zwei sind dran. Sind alle aus. Aber es scheint auch nicht auf Only Player zu sein. Ich glaube, ich kann absteigen, wenn die Pflanzen weg sind. Haben wir noch. Hat einer Parachutes von euch? Ja, ich. Aber ich stehe mitten auf dem Dach. Finde vielleicht ein bisschen ungünstig. Dann gehen wir eine Etage runter, Anti, ja? Da unten prügelt einer auf unsere Adler? Schildkröte ein. Direkt neben mir. Unten? Und nee, direkt oben. Auf die andere Schildkröte. Du wirst versuchen, mich zu grabben. Der hat mich gegrabt. Egal, ich habe Parachutes. Auf welche denn unten? Hier, ich lande gerade auf dem Typen. Weißt du mit der Schildkröte tot. Oben oder wo? Ja, auf der mittleren Etage, da wo der Stein ist. Warte, Kisi? Ja, der wird die töten, das ist die Pinke. Lass mich mal grad drauf. Komm nicht oben auf das Dach. Wie komm ich aufs Dach? Ich bin oben, ich bin bei denen drin. Nice.
Oh Mist, hier ist nichts drin. Schade, egal. Ich hab gehofft, wir hätten noch Dinge drin. Ich bekomme hier oben zu viel Schaden mit der Antwort. Ja, ich such bei denen die Betten, ich such bei denen die Betten. Ich bin oben drauf gestorben. Die töten jetzt beide Turtles, die oben drauf stehen. Ja warte, ich pfeife die runter. Kann ich die runterfallen? Kannst du die runterfallen, die sind genau in dem Gebäude, wo du die runter bekommst. Easy, kannst du mich so bringen, dass ich aufs Dach springen kann? Man müsste die mit dem Quetz wegrappen. Danke. Betten sind down. Okay, Mist. Quetz bekommt Schaden, oder irgendwas bekommt Schaden auf. Ja, die Turtles. Auch. Die stehen bei oh zwei Leute standen draußen und haben auf die Turtles angegriffen. Ich sterbe wegen Pflanzen. Ich hab den einen getötet. Die andere kloppt weiter drauf. Wer fliegt denn von euch in Quetz, Jungs? Nicht in Quetz sterben. Scheiß auf die Schildkröte, die wird nicht sterben. Ja. Alles gut. Die Pinke ist fast tot gewesen. Irgendwo ist hier drin noch einer. Ja, die lag auch mittendrin. Ja, nee, der Typ stand direkt daneben mit einem Schwert. Oder draufgeschlagen. Ich bin verbuggt. Oh komm, Alter. Game, please don't hate me. Ah, okay. Ich bin verbuggt. Loxi, kannst du mich mal versuchen, da rein zu grappen, oben auf die Base? Damit ich auf die eine Turtle aufsteigen kann. Ich bin hinter dem. Wo steht die Turtle? Willst du da rosa nennen? Der wirft da irgendwas. Ja, das ist die Turtle vor uns. Direkt vorne, auf dem Stückchen Land von dem. Da vor uns ist. Ich weiß nicht, was er da gerade geworfen hat. Es kann sein, dass die jetzt mit Gasgranaten drin werfen. Ich muss da raus. Ich schieße jetzt in die Tür ein. Bist du noch dran? Ich bin auf der Turtle, alles gut. Ich hab noch ein bisschen getankt. Ich hab die Turtle safe. Hat einer von euch Knüppel? Ihr könnt im Nahkampf reinlaufen, die umnocken. Die Turtle hat noch 50 Leben. Jo, ich lande mit dem Piet drauf und geh rein. Die haben nur noch Pflanzen oben drauf, da könnt ihr sehen. Die könnt ihr wegziehen. Hier ist noch ein feindlicher Pity. Bring mir einfach runter, kannst du. Bring mal die ganzen Pitys hier bitte weg. Hier stehen zu viele Pitys oben, Jungs. Die müssen alle weg. Die blocken nur. Rennt einer oben an der Base von euch rum? Naja, ist einer von uns. Ich geh auf die nächste Turtle. Das ist die 6000 Leben Turtle, oder? Ne, die hier. Du kannst mich grappen, kennst du? Und brichst du nochmal oben rauf. Ich denke nochmal die weiteren Pflanzen, die hier sind. Ich tank die restlichen Pflanzen. Ich überlege da die eigenen Vögel zu töten, weil die hier komplett blockieren. Hier muss einer weg. Ist alles gut, kennst du? Ja, dann muss die anderen wegfallen kurz. Käse, kannst du ihm die Vögel wegpfeifen? Dankeschön. Die Pinke ist safe, Stein. Die hat 50 KP. Na jo. Hab ich weggebracht. Ich bin oben ohnmächtig gekloppt. Kann einer durchziehen? Der ist zwar tot. Okay. Ich kann auch nochmal wiederholen, ne? Die Gänge zu denen sind alle offen. Ihr könnt reinlaufen, die umknüppeln oder umschwertern oder was auch immer. Ich mach gerade die restlichen Pflanzen mit der Turtle kaputt. Hm. Was? Oh, du kannst zwei auch nicht. Ich hab die dritte Turtle auch. Ja, und ich bin mit der vierten oben und hab noch über 10 KP, also alles cool. Ich mach die restlichen Pflanzen noch kaputt. Die halt dürfte noch ziemlich voll sein. Zum Tanken, also sie sieht nicht blutig aus. Okay, ich spring jetzt ein Loch dahin, ne, in die Base. Endeavor, du kannst herkommen, Olli, du könntest, bist du drin oder bist du draußen? Wenn du draußen bist, kannst du herkommen drin. Und die Pflanze einfach so. Nee, drinnen bin ich. Play, mach das schon. Die nächste Pflanze, kommt die nächste Pflanze kaputt. Die mir gerade die Türen dicht gemacht. Kizi, hast du Fallschirme? Kannst du mir eben Fallschirm geben, bitte? Echt? Oh mein Gott, ich hab die scheiß Infektionskacke da. Ja, ist natürlich schlimm. Ich hab die auch. Halbe Stunde, glaube ich nicht, oder?
Steinhardt, wo bist du? Der hat gesagt, der Timecode aus, also ist 4 Minuten wieder da. Okay. Kannst du ein bisschen das Fenster aufmachen? Problem. Wo sind die Pflanzen? Ich loote die einfach weg. Ja, ich mach die gerade kaputt, dass die Pflanzen oben drauf. Ich schließe den jetzt die ganzen Pfosten down, dann wird das Gebäude in die Luft gehen. Haben wir noch Ich hab mich erschreckt. Ist hier irgendwo Flammenpfeil? Ah, ich hab hier Flammenpfeil, alles gut. Ich mach kurz den letzten PT von denen noch tot. Steht noch ein PT von denen. Oh, den PT hast du in die Luft gejagt. Noxy, bitte mal weg, weil sonst baller ich deinen Vogel ab. Du kannst Sachen reinstopfen, falls es in den Agi. Lol. Was wird von welchen Turrets? Wo sind unsere Turrets? Das sind unsere Boote. Ich schieße von so weit unten? Holy shit. Mach ja ein Vieh nach dem anderen tot. Das ganze Fertilizer mit, ne? Oh, hier ist irgendwo eine Pflanze, die mir auf den Piss gehen will. Dort drüben. Hier schießt noch einer, Jungs. Wer war ich? Okay. Noxy, weg. Okay, ihr könnt oben schon mal looten gehen. Lootet alles leer. Die Backs stehen da alle. Safe machen wir als allerletztes. Guck noch irgendwo, ob Spieler sind. Der Safe ist offen, da kannst du einfach reingucken. Ach, guck mal. Safe ist sogar offen, ist aber nichts drin. Polymer. Das ist einer gesp. Ne, das ist ein Demo auf, okay. 7 Black Pearls. Bisschen tauchen die waren die. Guck die Pitties nochmal durch. Guck mal, was ihr da getötet habt, vor allem am Ende. Hier ist ein bisschen rotes Zeug und so. Schau mal mit dem Quetzel, ich pack da ein paar Zeug rein. Guckt am Ende, wo die gestorben sind. Das sind meistens die, aber die haben wahrscheinlich vorher schon alles gesaved. Okay, ich bin auch infiziert. Ja, wir müssen gleich alle einmal skillen oder Attitude hier. Antitode machen. Fortress Base sieht soweit okay aus? Ja, alles okay. Aber bei uns baut jemand. Wo? Am Berg Black Mamba. Kennen wir nicht. Müssen wir. Grüß. Oben. Weil ich glaube, der spielt alleine. Ja, am Berg, aber blockt der Metallvorkommen. Kennst du dich? Nimm mal kurz dein Pity und flieg rein in die Base. Aber dafür, dass die ein 80 Armor Sattel. Dafür, dass sie einen 80 Armor-Sattel haben. Oma noch ein paar Stränke, ne? 80 ja, Armor-Quetz-Sattel haben, haben die echt gar nichts, ne?